Herzlich willkommen zu Kunst mit Inkscape, 10 schnelle Tricks für Unbegabte. Ich bin Maren Hachmann, ich bin Mitglied im Inkscape-Projekt, kümmere mich da um diverse Geschichten, die aufzuzählen vielleicht gar nicht so passt, aber sei es nur erwähnt, dass es nicht das Programmieren ist, sondern vieles von dem, was so drumherum zu machen ist, so in Richtung Werbung und so Fehler. Berichte machen oder solche Geschichten. Genau, und was ich euch heute zeigen wollte, ist einmal 10 schnelle Tricks für Unbegabte. Das heißt, 10 Tricks, mit denen ihr so tun könnt, als ob ihr die totale Kontrolle über Inkscape hättet. Ihr müsst eigentlich wirklich nicht viel können. Manchmal ist es ja auch so, dass man sich vielleicht nicht so richtig traut an so eine Software und dann sind das so paar schnelle Erfolgserlebnisse, mit denen man auf einfache Weise relativ viel rausholen kann und dann ein bisschen auch angeben kann und zeigen kann, guck mal, das habe ich gemacht, das kann ich. Und dann macht es auch gleich viel mehr Spaß. Gut, kommen wir mal zur ersten Folie und die lautet gleich, das Rad nicht neu erfinden. Ja, was meine ich damit? Ihr solltet, wenn ihr mit Inkscape arbeitet oder überhaupt irgendwelche Dinge designt und euch noch gar nicht so sicher fühlt im Vektorzeichnen, vielleicht einfach schauen, ob jemand anderer das, was ihr braucht, schon mal in Teilen oder vielleicht auch im Ganzen vorbereitet hat für euch. Also ganz im Sinne von freier Software auf die Schultern von Giganten stellen. Ihr geht zu. Zum Beispiel hier Datei, Bild aus dem Internet importieren, macht eine schöne Suche und schaut einfach mal, ob da schon jemand was für euch gemacht hat. Also zum Beispiel gibt es hier diesen ja gut, Import Web Image ist offenbar noch nicht übersetzt. Dann sucht ihr euch am besten die Open Clipart Library aus und tippt da zum Beispiel mal Katze ein, also auf Englisch. Cat und Enter und dann startet eine Suche und ihr könnt euch dann eins von diesen Bildern einfach in eure Zeichnung importieren. Also, wenn ihr irgendwas Schönes mit Katzen machen wollt, sucht ihr euch zum Beispiel diese schöne kleine Katze fertig aus. Hier unten zeigt es euch an, welche Lizenz ihr beachten müsst. Bei Open Clipart ist das keine Public Domain. Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, ist behaupten, ihr hättet es selbst gezeichnet. Denn damit berührt ihr dann die immateriellen Rechte des Autors und ihr klickt auf Import. Dann gibt es eine Fehlermeldung, die könnt ihr ignorieren und das Bild landet oben auf eurer ersten Seite. Und ihr könnt das dann in eurer Zeichnung verwenden. Zum Beispiel so sitzt die Katze im Wasser. Sieht einigermaßen gut aus. Ihr habt euch ein bisschen tricksen, schnell eine schöne Zeichnung zusammengestellt. Wenn ihr das mit mehreren Elementen macht für irgendwelche größeren Sachen, könnt ihr euch daraus was zusammenbauen, wo ihr dann nicht mehr so viel handzeichnen müsst und damit vertuscht ihr dann ein bisschen, dass ihr vielleicht selber das gar nicht könnt. Aber das ist auch in Ordnung. Ich lösche es mal wieder raus. Genau, das Gleiche gibt es auch, oder sowas Ähnliches gibt es in Inkscape mit den Symbolbibliotheken. Unter Objektsymbole sind einige oder eigentlich eine ganze Menge Symbole schon mal in Inkscape vorinstalliert. Und zwar sind das, glaube ich, die Eiger-Symbolzeichen und einige von denen, die hier drin sind, aber nicht die ihr jetzt gerade seht hier in meiner Liste. Und ihr könnt euch einfach noch viel mehr Symbole aus dem Internet runterladen. Zum Beispiel auf GitHub gibt es ein Repository, das heißt Inkscape Open Symbols. Müsst ihr mal suchen. Ich wollte jetzt nicht die ganze URL da reinschreiben, weil das bringt euch nichts. Ihr könnt sie eh nicht anklicken. Mit der Suche geht es schneller. Und da könnt ihr euch weitere Symbolsätze runterladen und da steht auch, wie ihr die in Inkscape installiert. Das ist nicht so kompliziert. Die kippt ihr in eurem Benutzerverzeichnis in Inkscape, also für Inkscape, in das
Verzeichnis-Symbols einfach rein. Das sind SVG-Dateien, kann man da einfach reintun und dann kann man sie von hier aus wieder laden von Objekt, Symbole. Und damit habt ihr eure Zeichnung auch schon auf ganz einfache Weise aufgehübscht. Ihr müsst eigentlich nicht viel dafür getan haben. Okay, nächstes. Wieder was, was eigentlich gar nichts mit Zeichnen zu tun hat, was aber eure Zeichnung ganz schnell sehr gut aufwerten kann. Wenn ihr ein textlastiges Dokument habt in Inkscape, dann schaut mal an, probiert mal ein paar verschiedene Schriftarten einfach durch, ob es vielleicht auf ganz einfache Weise dadurch schöner aussieht. Also bei vielen ist ja irgendwie so eine Standardschrift voreingestellt, keine Ahnung, irgendwas wie Times New Roman oder so. Und das sieht vielleicht nicht in jedem Zusammenhang gut aus. Oder viele Leute, früher zumindest war das ja so ein Running Gag, dass jeder Comic Sans benutzte, auch für Sachen, mit denen es gar nichts zu tun hat. Da war dann so eine lustige Schriftart und ernster Hintergrund oder so. Und sowas muss man nicht unbedingt machen. Da kann man sich eine schöne Schriftart aussuchen. Und dafür gibt es freie Repositories sozusagen. Einmal hat Google ja diese riesen Schriftartensammlung. Die kann man nicht nur auf Webseiten anbinden, was ja jetzt nicht mehr so eine gute Idee ist, wenn man nicht abgemahnt werden möchte, sondern man kann einfach auch die Schriftartendateien runterladen und dann kann man sich eine schöne dort aussuchen und die mit Inkscape verwenden. Keine Ahnung, was gibt es denn hier mal Schönes? Hier oben könnt ihr euch einfach aussuchen, ob ihr zum Beispiel eine serifenlose Schrift haben wollt oder eine mit Serifen oder eine, die aussieht wie Handschriften. Und wenn ihr zum Beispiel hier mal Display-Schriften sucht, dann findet ihr ein paar schicke Sachen, die ihr so zum Beispiel für Überschriften gut verwenden könnt. Und wichtig ist nur, dass ihr nicht mehr als geschätzt, also 3 Schriftarten sind so die obere Grenze für ein Dokument, übertreibt es nicht, sondern sucht euch eine, die schön ist und die irgendwie elegant oder je nachdem, welchen Zweck ihr da verfolgt in eurem Dokument, die dazu passt. Und dabei bleibt dann. Und sonst gibt es auch noch, wenn ihr ganz offen und frei sein wollt, die Font Library. Fontlibrary.org offenbar. Genau. Und die hat auch noch ein paar Schriften. Die sind vom Schriftsatz her manchmal nicht so toll, aber die sind noch ein bisschen mehr Community beigetragen und so. Und es sind manchmal ein paar Schätze dabei, die man so für einzelne Überschriften wirklich schick einsetzen kann. Das ist also auch ein Trick, mit dem man Dokumente einfach und schnell aufwerten kann. Man nicht viel für tun muss, man nur gucken muss, ob man was findet, was schick aussieht. Okay. Dann kommen wir zum ersten echten Trick. Es ist ja so ein bisschen cool, wenn etwas so ein bisschen grungig aussieht. Also grunge, das heißt so abgenutzt, abgegriffen, nicht mehr so ganz neu. Und nicht so ganz poliert in der Zeichnung und so ein bisschen zufällig, als ob da, ja, als ob das unabsichtlich wäre. Es ist natürlich alles Absicht, aber gut. Und wenn man so einen Effekt erreichen möchte, ist es eigentlich total simpel in Inkscape. So, ich habe nochmal was vorbereitet, damit das jetzt schneller geht. Und zwar habt ihr zum Beispiel hier, also wer online ist, der kann vielleicht sogar mitmachen, sucht sich irgendwie ein schönes Bildchen aus. Ich habe hier mal ein ganz einfaches, klares Symbol hier, so ein Schiffchen. Das hat gerade Kanten, sieht total, ja, künstlich aus sozusagen, hat kein organisches Feeling irgendwie und ist so, ja, sehr flach. Wenn ihr das ein bisschen, ja, aufwerten oder im Grunde ist es ja ein Abwerten, downcyclen wollt, könnt ihr das machen, indem ihr euch auch zum Beispiel über Open Clip Art eine Grunge-Textur besorgt. Das könnt ihr machen hier, Datei, importieren, Quatsch, das war verkehrt.
Datei, Bild aus dem Internet importieren und dann such dir unter Open Clip Art einfach mal nach Grunge. Das dauert ein bisschen, bis es was geladen hat. Da kommen erstmal so ein paar komische Flaggen und ein bisschen Zeug. Und hier ist dann zum Beispiel ein Grunge-Linienmuster oder hier das, was ich hier schon importiert habe. Oder auch irgendwelche abgenutzten Fotos oder irgendwelche Fotos von alten Scans und sowas. Schmutzige Scanner sind da mit dabei oder irgendwelche Dreckdinge, die eingescannt wurden. Und die kann man sich von da einfach holen. So, Fehlermeldung wieder ignorieren. Genau. Und wenn ihr so ein Ding euch ausgesucht habt und das importiert habt, das muss auch nicht eine Vektorgrafik sein, das kann auch ein Foto sein oder ein eigener Scan von irgendwas Dreckigem. Dann sucht ihr euch zusätzlich noch ein Rechteck. Dieses Rechteck muss so groß sein, mindestens wie das Objekt, was ihr vergrungen wollt. Ihr färbt das Rechteck weiß ein. Nehmt euch das Grunge-Dings und legt das auch da drüber. So, Moment. Ich skaliere das mal proportional, indem ich Steuerung festhalte. So, jetzt liegt es da hoffentlich drüber. Und ich komme nicht mehr an das da drunter dran. Ich halte mal die Alt-Taste fest, damit ich das Rechteck habe. Dann mit Shift schnappe ich mir noch das. Die beiden Sachen gruppiere ich zu einer Maske. Und dann, ups, genau, wende ich diese Maske, ich wähle das nochmal mit Alt aus, was da drunter liegt unter der Gruppe, nochmal mit Umschalt oder Shift das zweite Objekt dazu und mache dann Objekt, Maske, setzen. Schon habe ich dieses Grunge-Muster, in diesem Fall hier diese komischen Punkte auf meinem Schiffchen drauf und das sieht irgendwie jetzt aus, als hätte das mal jemand auf Packpapier gestempelt. Ja, und so kann man dann mit anderen Sachen auch verfahren. Das Wichtige für die Masken ist, dass das Muster dunkel ist und dass ihr das zusammen mit einem weißen Objekt kombiniert und dass dieses alles zusammen das Objekt, was ihr vergrungen wollt, komplett abdeckt. Denn weiß in der Maske, die ihr da drüber legt und die ihr darauf anwendet, bedeutet, hier ist das Objekt, was ich mit der Maske maskiere, sichtbar. Schwarz bedeutet, hier ist das Objekt nicht sichtbar, hier wird es durchsichtig. Das kann man sehen, wenn ich das hier zum Beispiel mal drüber führe, über andere Sachen, dass man da durchgucken kann durch diese Punkte. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, ja doch, sieht man wahrscheinlich, ne? Genau. Das ist eine schnelle Sache, unkompliziert und sieht gleich künstlerisch wertvoll aus. Man muss nicht viel dafür tun. Okay. Nummer 4. Wir simulieren eine Gravur. Ihr kennt das vielleicht, diese vielen Poster, die man so in den Baumärkten kaufen kann, die so hauptsächlich für, ich glaube, so für Toiletten gedacht sind, für Badezimmer. Ich habe mal hier eins so nachgemalt. Sowas hier. Sowas sieht man ja häufiger im Baumarkt. Kann man seine Wohnung locker mit dekorieren, wenn man sowas in Inkscape macht. Kann man auch seine Webseite mit dekorieren oder so. Ist wirklich nicht schwer. Und auch hier habe ich mir das schick vorbereitet. Ich habe hier also ein Foto von so einem Holzbrett. Das habe ich mir von Pixabay geholt. Also ist auch ein Public Domain Bild. Das kann man verwenden, ohne dass es irgendjemanden interessiert. Man muss keine Urheberrechtsangaben machen. Man darf nur nicht behaupten, man hätte das Foto selbst geschossen. So. Also, ich habe ein Holzbrett und wenn ich dem jetzt so eine nette Gravur geben will, ich habe mir überlegt, ich nehme mal so einen Schriftzug, der so aussieht wie so ein Leuchtturm. Ich hoffe, ich verletze damit keine Markenrechte. Es kann sein, dass irgendjemand in China sowas schon benutzt. So, das mache ich jetzt mal ein bisschen größer. Das ist im Moment noch ein Text. Mit Steuerung Plus kann ich den Text komplett zu einem einzelnen Objekt kombinieren. Und
habe jetzt hier einen einzigen Pfad und ich kann jetzt mal nur zum Spaß, nehme ich mal dieses Ding hier raus, das I, damit das so ein Leuchtturm ist, so schicki. Und mache es ein bisschen größer. Ihr könnt ja auch stattdessen einen einfachen Schriftzug nehmen, aber ich dachte für den Effekt hier im Vortrag ist es ein bisschen cooler, wenn das irgendwie noch was darstellt, was zu bedeuten hat und hier mit der Veranstaltung zu tun hat. So, ich schiebe die Punkte mal auseinander mit Punkt. Das geht gleichmäßig, damit der Abstand da zum I stimmt. Und da jetzt die Frage, wie machst du das? Ich habe hier das Knotenwerkzeug. Also das Publikum fragte gerade, wie mache ich das? Was mache ich hier eigentlich für ein Gezaubere? Ich habe das Knotenwerkzeug verwendet und habe hier die Knoten ausgewählt, die ich auseinanderschieben möchte und habe mit der Punkttaste die auseinandergeschoben. Mit Komma kriegt man sie übrigens wieder zurück zusammen. Beantwortet das? Okay. So, jetzt habe ich also hier mein Kieldingens und jetzt kombiniere ich das mal mit entweder Pfad, ja, mit Pfad kombinieren zu einem einzigen Pfad. Muss man nicht unbedingt machen, aber macht es im Moment ein bisschen einfacher. Okay, und jetzt kommt der eigentliche Teil. Das war ja nur das Logo. Wenn ihr einfach einen Text verwendet, müsst ihr das alles nicht machen. Ihr könnt einfach den Text so nehmen, da drauflegen und gravieren. Und zwar geht ihr da über Filter und dann über Schatten und Lichter, abgesetzter Schatten. Und macht euch mal schon mal die Vorschau an. Und in diesem Fall habe ich schon die richtigen Einstellungen ungefähr gewählt gehabt, die von den vorherigen Malen. Aber ihr könnt euch dann noch den Unschärferadius einstellen. Ups, das war zu unscharf. Der ist relativ fein. Das heißt, ihr müsst wirklich in den Komma-Bereich reingehen hier, damit das noch realistisch aussieht und nicht zu viel wird bei normalen Größen. Ihr könnt den Schattenwurf noch ein bisschen verschieben. Das ist auch hier, geht in großen Schritten irgendwie, aber so. Und euch das anpassen. Und wichtig ist, dass ihr für den Schattentyp hier innere Außenlinie wählt. Wenn ihr äußerer Schatten wählt, habt ihr einen normalen Schlagschatten. Wenn ihr innerer Schatten wählt, habt ihr weiterhin die eigentliche Farbe des Objekts erhalten und da drin noch ein Schatten. Sieht jetzt so aus, als hätte jemand die Gravur angemalt. Kann man auch brauchen, vielleicht, für irgendwas. Äußerer Ausschnitt, dann kommt es ein bisschen nach außen, als hätte jemand außenrum alles abgefräst. Oder, was ich jetzt hier hatte, innere Außenlinie, dann sieht es so aus, als hätte jemand das einfach in das Holz reingefräst. Ja, und das war es im Grunde schon. Also einfach nur das Objekt da drauf tun, den Schatten machen mit für die Silhouette, die man sich da ausgewählt hat und fertig. Und dann macht man das groß, stellt das auf seine Restaurant-Webseite, tut so, legt noch, holt sich von Open Clipart noch ein Messer dazu und schon hat man sein Schneidebrett für sein Restaurant mit schickem Titel für die Webseite. Das ist dann wirklich ganz einfach. Achso, und wenn man dann mit der Vorschau zufrieden ist, dann klickt man natürlich noch auf Anwenden, sonst ist es alles weg. So. Okay. Das war Nummer 4. Nummer 5. Text mit mehrfachen Konturen. Hier kommen wir jetzt schon in Gefilde, die man früher in Inkscape als fortgeschritten bezeichnet hätte. Einfach weil das mit den Pfadeffekten noch so, mal funktionieren sie, mal funktionieren sie nicht, mal stürzt Inkscape ab, mal nicht. Das ist jetzt alles seit Version 1.1 deutlich stabiler. Und ihr könnt die verwenden, ohne groß Angst zu haben, dass euch Inkscape um die Ohren fliegt. Und es macht auch ein bisschen mehr Spaß dadurch. Also was ich euch zeigen will, ist so eine Art Effekt, wo so Text in mehreren bunten Konturen wie so ein Regenbogen rund um ein tolles Wort liegt.
Für diese Demo habe ich mir mal Vector Power ausgesucht. So, und ich schiebe das mal auf die Seite, weil da mehr Platz ist. So, ich habe zusätzlich zu diesem Text mit dem Bezier-Werkzeug oder es geht auch der Bleistift, habe ich einfach irgendeinen Pfad gemalt. Es ist völlig egal, was dieser Pfad ist, aber ihr braucht ihn jetzt. So, das Wichtigste ist, ihr kopiert euch dieses Geschriebene hier, diesen Text, einmal in die Zwischenablage. Ich kann ja auch mal hier mein Keymon anmachen, das habe ich vergessen. Dann könnt ihr auch sehen, was ich hier tippe auf der Tastatur. Das ist vielleicht einfacher. Also ich kopiere mir das in die Zwischenablage und dann öffne ich, wähle ich mir den anderen Pfad aus und öffne über Pfadeffekte den Pfadeffektdialog. Und jetzt kommt die Zauberei. Es kommt als erstes der Pfadeffekt Originalpfad klonen da drauf. Klatsch. So, ihr seht noch keinen Unterschied, weil das noch nicht aktualisiert irgendwie aus irgendeinem Grund. Ist aber nicht so schlimm. Achso, Quatsch. Und jetzt verbindet ihr das, das war verkehrt eben, verbindet ihr das mit dem Pfad, den ihr in der Zwischenablage habt. Hier ist so ein kleines Knöpfchen, das heißt mit dem Objekt verknüpfen. Damit ist gemeint, der Originalpfad, dieses Objekt quasi, wird jetzt von dem Objekt nachgeahmt, geklont, wenn ich da hier draufklicke. So, und theoretisch sollte es jetzt geklappt haben. Praktisch gucken wir mal, ob es wirklich geklappt hat gleich. So, jetzt. Ah, okay. Irgendwie war es wohl aus der Zwischenablage raus. So, ihr seht, dieses Objekt hier ist verschwunden. Da ist noch so ein Auswahlrahmen. Der ist einfach nur Deko. Der sollte nicht sein. Wo es jetzt wirklich ist, ist hier hinter. So, was soll jetzt üben? Ja, da ist es. Nee, sogar davor. Jetzt gebe ich dem eine andere Farbe. Schwupp. Schieb das in den Hintergrund. Schwupp. Geht auch die Bild-Up-Taste. Und dann gebe ich ihm noch einen zweiten Pfadeffekt, nämlich den für Versatz. So, jetzt hat es einen Versatz, man sieht es nicht. Aber wenn man jetzt zum Knotenwerkzeug wechselt, kann man hier dran ziehen an dem kleinen Kreis und bekommt hier einen Versatz. Man kann das auch in Millimetern oder, keine Ahnung, Zentimetern, Pixeln oder was man möchte hier unten einstellen im Dialog. Das brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Und man kann sogar einstellen, ob es eckige Ecken haben soll oder runde Ecken. Ich möchte lieber runde Ecken. Passt besser in diesem Zusammenhang. Und wenn ich da jetzt mehrere von haben will, dann mache ich mir das ganz einfach. Ich wähle das wieder aus. So, diesmal damit. Drücke STRG-T, dann habe ich noch einen. Dann schiebe ich den wieder nach unten, gebe dem eine andere Farbe und erhöhe den Versatz. Entweder so oder schneller geht es, glaube ich, dann doch so. So. Und das wiederhole ich so oft, bis ich genug davon habe. Andere Farbe, ganz nach unten. Versatz größer machen. Und damit kriegt ihr relativ zügig so einen Effekt hin. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt nicht, keine Ahnung, Vektor Power, was kann man sonst schreiben? Irgendjemand eine Idee? Keiner? Okay. Dann machen wir mal Vektor Flower daraus. Einfach nur so zum Spaß. Und genau, eigentlich sollten, genau, ah ja, nach dem Bewegen wird es dann aktualisiert. Also man muss es einmal ein kleines Stückchen hinschieben, kleines Stückchen zurück. Dann kommt es wieder. Und alle anderen Schichten, die da drunter liegen, hängen auch von diesem Pfad eben ab und kopieren den. Und es passt sich automatisch an. Das heißt, ihr könnt da, keine Ahnung, wenn ihr 10 verschiedene Aufkleber machen wollt, macht ihr das einmal und dann kopiert ihr den und schreibt einen anderen Text rein. Und dann habt ihr den gleichen,
den gleichen Stil nochmal, aber halt mit anderem Text. Jo, das war der konturierte Text. So, Nummer 6. Entkrakeln habe ich das genannt. Und zwar deswegen, wenn man anfängt mit Inkscape und kein Grafiktablett hat, dann zeichnet man manchmal so komische Dinge. Keine Ahnung. Zum Beispiel, ich habe euch mal was vorgezeichnet hier, nämlich eine Krake. Die schiebe ich mal hier hin. Und die habe ich relativ krakelig gezeichnet. Mit dem Bleistiftwerkzeug. Also mit der Maus kann man ja meistens nicht so schön malen. Wenn man das jetzt mal, Quatsch, Füllung entfernen. So, da kriegt man halt so krakelige Pfade hin mit ganz vielen Knoten. Und wenn man da Freihand zeichnen möchte, sieht das eher nicht so professionell aus. Es sei denn, es ist ein absichtlicher Effekt. Das kann man ja, es kann ja auch gewollt sein, aber wenn es nicht gewollt ist, dann wirkt es einfach auch nicht so toll. So ein Pfad entkrakeln könnt ihr ziemlich einfach, indem ihr einfach mal die vereinfachen Funktion aufruft und die heißt STRGL, Steuerung L. Einfach ein paar Mal draufklicken und naja, manchmal verformt sich der Pfad. Zu oft darf man es auch nicht machen. So. Und was ihr seht ist, die Anzahl der Knoten wurde radikal reduziert und der Pfad sieht sehr viel glatter aus. Und das kann man jetzt hiermit auch mal machen. So. Und schon ist die Krake entkrakelt. Hier hat sich leider irgendwie so eine komische Ecke gebildet. Da können wir nochmal an den Knoten zuppeln. Aber ansonsten sieht die jetzt schon viel glatter aus. Und nicht mehr ganz so krakelig. Ansonsten, wenn ihr das schon vorher wisst, dass ihr krakelige Linien zeichnen wollt, könnt ihr hier beim Bleistiftwerkzeug auch gleich einen Wert für die Glättung eintragen. Da muss man ein bisschen rumprobieren. Das hängt ab, wie sich der auswirkt, hängt davon ab, wie groß das ist, was ihr zeichnet. Ich nehme mal 10 jetzt hier zum Spaß und gucke mal, was passiert. So, 10 scheint noch nicht so dolle zu sein. Gut, gehen wir mal auf 50, mal sehen, was dann passiert. Irgendwann sieht es dann nicht mehr schön aus, weil es dann alles rausgelettet. Aber bei 50 zum Beispiel hier in meinem Fall sieht es so aus, als ob ich total flüssig auch mit der Maus zeichnen könnte. Kann ich gar nicht. Das ist nur der Glättungseffekt hier. Wenn euch das mit dem Glätten immer noch nicht genug ist, dann gibt es das auch als, ach so, ist es sogar schon aktiviert. Ja, okay. Dann gibt es auch die Möglichkeit, diese Glättung später noch zu bearbeiten, wenn ihr vorher dieses kleine Knöpfchen hier aktiviert. Ich weiß nicht, ob man den Kontrast jetzt so wahrnimmt. Bei meinem schwarzen Thema hier ist es nicht so gut sichtbar, aber dieses Knöpfchen hier ist aktiviert und das bedeutet Pfadeffektbasiertes interaktives Vereinfachen. Das heißt, dieses Ding hier hat auch gleich einen Pfadeffekt bekommen und ihr seht das hier nebenan schon im Pfadeffekt-Dialog. Da könnt ihr diese Vereinfachung noch wieder einstellen. Zum Beispiel könnt ihr einen anderen Schwellwert einstellen fürs Vereinfachen. Gucken, weiß ich nicht, machen wir 0, irgendwas Hohes vielleicht. Dann seht ihr hier einen Unterschied. Ihr seht einmal so einen roten Pfad. Das ist euer Originalpfad, den ihr selbst gezeichnet habt. Und darunter ist der grüne Pfad, der dann auf der Zeichnung erscheint. Und je nachdem, wie weit ihr das treibt, wird es dann immer abgerundeter und weicht immer stärker voneinander ab. Hier auch mit dem Schrittewert. Jo. Okay, entkrakeln. Wenn ihr nun das Gegenteil möchtet von dem künstlich aussehenden, entkrakelten von eben, dann möchtet ihr vielleicht etwas, was aussieht, als hättet ihr das mit der Hand gezeichnet oder mit einem Bleistift. Um so einen Effekt zu erreichen, kann man in Inkscape einfach einen Filter anwenden auf ein Objekt. Das ist nicht so schwer.
Also hier zum Beispiel, das sieht so ein bisschen aus, als hätte da jemand mit dem Buntstift Best Quality hingeschrieben und dann einmal drumrum geschmiert. Solche natürlich aussehenden Effekte kriegt man in Inkscape mit Filtern relativ einfach hin. Und ich habe mal was vorbereitet. Was ich hier habe, ist einmal eine Silhouette von Open Clipart, diese Schwalbe. Und dann gibt es einen Herrn in der Inkscape Community, der nennt sich Laser, also L-A-Z-U-R. Der erstellt gerne verschiedene Filter für Inkscape. Das macht ihm unglaublich Spaß. Der ist irgendwie so ein Mathe-Crack und der hat da total viel Freude daran, an dieser Schnittstelle zwischen Mathematik und Grafik. Und der macht solche Filter und die könnt ihr über Bild aus dem Internet importieren von Open Clipart euch auch wieder holen. Und da hat er zum Beispiel vor einigen Jahren mal einen Bleistiftfilter gemacht. Wenn ich jetzt hier eingebe Pencilfilter für Bleistift, dann ein bisschen runterscrolle, komme ich irgendwann zu Pencilfilterpack. Wenn ihr euch das holt, dann bekommt ihr etwas, was einen Filter, eine Filtersammlung in die Zeichnung geladen, die so einen Bleistifteffekt simuliert. Da gibt es verschiedene Bleistiftdicken, die hat er auch so schön benannt mit hier 4B und den verschiedenen Bleistifthärten halt entsprechend, wie er meinte, dass das passt. Wobei man sagen muss, es kommt auch immer sehr auf die Größe und auf die Strichdicke an, welchen Effekt das dann am Ende wirklich in der Zeichnung hat. Das heißt, ihr müsst vielleicht ein bisschen rumprobieren. Er hat auch zusätzlich so einen Füllerfilter gemacht, wo so ein bisschen, das so ein bisschen aussieht, als ob da Tinte auf Löschpapier verläuft. Oder hat auch schöne Papierfilter gemacht. Wo sind die eigentlich? Ah ja, hier Paper Filter Pack. Da könnt ihr euch was runterladen und dann könnt ihr so natürliche Strukturen simulieren. So, ich habe das schon mal gemacht. Ignoriere weiterhin die Fehlermeldung. Und nehmen wir meine Schwalbe und einen von diesen Strichen da. Und das Schöne ist, ich kann jetzt einfach mit Steuerung C, Steuerung Shift und V den Stil übertragen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen die Farbe anpasse, von der Kontur ein bisschen heller mache vielleicht, geht das? Ja. Genau, dann sieht es halt so aus, als hätte ich mit dem Bleistift so eine Schwalbe gemalt. Habe ich nicht, habe ich einfach nur geklaut. Ist aber, ja, ist eine schöne, einfache Sache, mit der man so natürlich erscheinende Zeichnungen machen kann. So. So. Dann, ich weiß nicht, ob ihr vorhin in dieser Sponsorenpräsentation drin wart von NMMN. Die haben solche in ihren Hintergrundfolien so dezente Drahtgittermuster gehabt, die so luftig, leicht, edel, schick aussehen. Sowas ähnliches wie das hier. Und das zu erstellen ist eine total simple Angelegenheit. Da müsst ihr wirklich überhaupt nichts für können. Außer krakeln. Krakeln ist ganz einfach und das kriegt jeder hin. So. Und zwar kriegt man das hin mit dem Pfadeffekt interpolieren, Unterpfade interpolieren. Das heißt, ihr braucht diese Konstruktion hier, ich mache es nochmal größer, verschiebe es vielleicht nicht ganz so viel. Diese Konstruktion hier besteht im Grunde nur aus zwei Pfaden und dazwischen ganz vielen interpolierten Pfaden, die automatisch generiert wurden. Das heißt, ihr habt ein Ende, einen Anfang und der Rest ist Computer generiert. Und damit könnt ihr sowas auch ganz einfach machen. Ich probiere das mal gerade aus. Ich male hier unten mal, keine Ahnung, einen Kreis, so, Krakel. Naja, nicht ganz Kreis, aber sowas in der Art. Ich nehme hier mal den Pfadeffekt raus, sicherheitshalber. So, und dann krakel ich hier oben noch was,
Krakel, krakel, krakel. So. Diese beiden Pfade habt ihr. Da der Pfadeffekt Unterpfade interpolieren heißt, braucht ihr einen gemeinsamen Pfad, von dem ihr ausgeht. Das heißt, ihr wählt beide aus und macht Steuerung K, um die beiden Teile zu einem Pfad zu kombinieren. Ihr seht jetzt, es hat eine gemeinsame Umrandungsbox hier, die das zu einem Pfad zusammenfasst. Und nun geht ihr über Pfadeffekte. Gebt hier einmal unter, ja, so, dann gibt es Interpolieren und Vernähen. Ihr nehmt Interpolieren und schon entstehen hier so ein paar Zwischenpfade. Noch sieht es ein bisschen albern aus so. Aber wenn ihr hier unter Schritte das ordentlich hochdreht, ja, ich glaube, jetzt wird es langsam ein bisschen langsam. Schon so viel Pfadeffekt in dieser Zeichnung drin habe, dann entsteht so langsam so ein Muster. Gucken, wie viel gebe ich dem? Vielleicht mal 60. Mal sehen, was dann ist. Ja, das sieht doch schon gut aus. Und dann könnt ihr noch diese Flugbahn hier, die Trajektorie, ein bisschen anpassen. Damit könnt ihr das sozusagen einmal krümmen. So. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt diese Anfangspfade und die Endpfade. Oh, es ist lahm. Ja, gut. Ne, tut sich noch was? Ach, ich liebe es. Okay. Komplett eingefroren. Das hatten wir noch nicht. Okay, na gut. Sorry. Ich muss leider mal mein Inkscape töten. Das passiert leider doch manchmal, wenn man sehr viele Pfadeffekte in einer Zeichnung kombiniert. Und diesmal hat es das leider dann doch weggerissen. So, kill all minus 9, Inkscape. So, und jetzt sind wir wieder da. Inkscape ist tot. Ich liebe Inkscape. Noch? Ja. Okay. Jetzt geht's wieder schneller. So, das Schöne ist, es geht ja sehr schnell. Das heißt, ich mache mal ein Gekrakel und nochmal Gekrakel. Kombiniere die beiden. Vertausche Füllung und Linie. Entferne die leere Füllung. Mache noch einmal Steuerung L, damit es ein bisschen glatter aussieht. Und gebe dem Ganzen, nein, nehme dem Ganzen den Pfadeffekt weg und gebe ihm wieder den Unterpfade interpolieren Pfadeffekt. So, und jetzt geht es auch gleich viel schneller. Nun könnt ihr also diese Flugbahn hier, die Trajektorie, verändern. Damit kriegt ihr schon mal schöne Effekte hin. Und ihr könnt auch die Ursprungspfade so ein bisschen anpassen, so dass es ein bisschen verknotet aussieht und irgendwie, ja, dass man ein paar Moiré-Muster bekommt, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt durch diese ganzen Überschneidungen. So, dann macht ihr das hier vielleicht hellgrau, legt das in den Hintergrund. Und dann macht ihr da eure Vortragsfolie draus und ihr habt irgendwas erstellt, was total schick und total luftig zart aussieht, aber eigentlich nur aus Gekrakel besteht.
Und wenn ihr noch ein bisschen was draufgeben wollt, dann macht ihr da noch einen Farbverlauf drauf und lasst den so nach ins Nichts ausblenden, dadurch, dass ihr ein Ende des Farbverlaufs durchsichtig macht. Und schon sieht das so ähnlich aus wie das hier. Okay, dann kommen wir zu Nummer 9. Nochmal so ein Blender-Dings. Sieht aus wie Kunst. Ja? Inkscape macht daraus ein einzelnes Objekt. Allerdings, wenn ich in das hinterher diesen Pfadeffekt sozusagen festmachen will, also dass das nicht mehr veränderbar ist über diese Parameter hier, dann gehe ich zu Pfadobjekt in Pfad umwandeln. Und dann bekomme ich so einen Pfad, der kombiniert ist und aus lauter so Einzelfaden besteht, die miteinander hier zu einem einzigen Pfad verbunden sind. Und dann kannst du ihn theoretisch auch mit booleschen Operationen bearbeiten oder was dir so in Sinn kommt. Oder nochmal einen Faden da rausziehen, damit das dann, keine Ahnung, damit du irgendwas künstlerisch Wertvolles ausdrücken kannst damit. Oder auch nicht. Ja, genau. Und hier habe ich jetzt mal so ein psychedelisches Muster kreiert. Das ist auch eine total simple Sache, dafür muss man auch nichts können. Kann jeder. Auch derjenige, der behauptet, er kann nichts. Und zwar habe ich hier mal so einen Schritt-für-Schritt-Verlauf aufgeschrieben, wie man dieses Ding macht. Das sieht so ein bisschen so aus, ich glaube, bei der Expo hatten sie so ein ähnliches Bild mal, vor langer Zeit. Ich meine, mich zu erinnern. So, wenn ihr das machen wollt, ist eure erste Aufgabe, erstmal irgendwas hier hinzukrakeln. Am besten ein bisschen schief und schräg. Zum Beispiel sowas hier. Keine Ahnung, sieht nicht schön aus. Ich fülle das mal rot zum Spaß und mache die Kontur weg. So, das sieht erstmal, ups, da habe ich eins zu viel gemalt. Das sieht erstmal total hässlich aus, aber das ist auch in Ordnung so. Das darf so. Mit Steuerung L könnt ihr es noch ein bisschen glätten. Okay, machen wir. Dann gibt es mehrere Pfadeffekte, die hier gestapelt sind. Und ihr könnt zum Beispiel mit dem Spiegeln LPE, könnt ihr hier schon sowas Schickes Zweifaches bekommen. Ihr könnt das mit der Maus, mit den Achsen hier zusammen verschieben, damit das so schöne Überschneidungseffekte gibt zum Beispiel. Ich weiß nicht, das sieht jetzt ein bisschen aus wie, naja, egal, wir machen lieber keine Rorschach-Tests hier. Genau. So. Ich lasse das mal so. Dann könnt ihr da noch einen zweiten Pfadeffekt drauf stapeln, in diesem Fall zum Beispiel diesen gedrehte Kopien-Pfadeffekt. Gedrehte Kopien, so. Jetzt sieht es ganz schön wild aus. Ihr könnt diesen Mittelpunkt hier fassen und verschieben und zum Beispiel so, jetzt hat es ein bisschen was von der Schneeflocke zum Beispiel. Kann ein paar mehr Kopien machen, dann sieht es weniger schneeflockig aus. Zum Beispiel, ja, so. Das sieht doch irre genug aus. Okay. Jetzt habt ihr sowas hier. Und wenn man dann noch einen Perspektivenpfadeffekt da oben drauf kippt, Perspektive, Umhüllung heißt der hier. Darauf achten, dass hier auch Perspektive ausgewählt ist. Mit dem Knotenwerkzeug bekommt ihr jetzt hier so einen Kasten angezeigt, der außenrum ist. Und der ist quasi, ja, der bestimmt die Perspektive. Und ihr könnt jetzt einfach das so ein bisschen hinziehen, dass es so aussieht, als ob es auf euch zukommt. So, ich glaube, ich nehme das da mal runter. Und wenn man soweit schon ist, wenn man möchte, kann man jetzt noch einzelne Dinge ändern. Zum Beispiel, wenn einem hier diese Zacke noch nicht so richtig gefällt von der Form her,
kann ihn noch weiter rausziehen oder weiter reinschieben mit dem Knotenwerkzeug. Also das Schöne an den Pfadeffekten ist ja, man kann das immer noch nachbearbeiten, aber bei Gekrakel ist es eigentlich auch egal. Und jetzt könnt ihr einfach einen radialen Farbverlauf da drauf legen. Füllung, radialer Farbverlauf hier. Wählt ihr euch, klickt ihr euch ein paar Zwischenfarben dazu. Keine Ahnung. Die erste muss ja vielleicht nicht rot sein. Wir nehmen mal auch das Lila. Schieben das in die Mitte von diesem Ding. Und ihr wählt euch die nächste aus. Deckkraft hoch, andere Farbe. Ja, blau. Ja, auch schön. Wählt euch die. Ne, das sieht ja eigentlich genauso aus wie das vorher. Ja, ein bisschen anders wenigstens. Deckkraft hoch, andere Farbe. Und Chip. Genau. Und das letzte mit Deckkraft runter, genau. Und dann habt ihr auch sowas ähnliches. Das ist sehr einfach zu erstellen, sieht irgendwie total techno aus und ja, ihr müsst eigentlich auch nichts dafür machen, außer krakeln. Und sowas kann man auch schön irgendwo in den Hintergrund packen oder auf irgendwelche Vortragsfolien oder keine Ahnung, wo man ein bisschen rumblenden möchte. Okay, dann habe ich noch ein weiteres Thema für euch vorbereitet und noch ein paar halbe Minuten Zeit hier. Und zwar gibt es so eine Möglichkeit, dass man mit Inkscape automatisiert sowas Ähnliches wie Low Poly erstellt. Normalerweise Low Poly würde man, denkt man ja, ist so ein bisschen eher, dass es auch angepasst ist an die Form. Das wäre es jetzt nicht. Dafür muss man sich mehr Mühe geben, aber für so Imitat-Low-Poly, das geht relativ zügig. Ich habe hier mal was vorbereitet. Ein Pinguin und ein Punkt. Ich nehme mir den Punkt und nehme mir das Sprühwerkzeug und das steht auf dem Modus hier Sprühe Kopien vom ausgewählten Objekt. Und ich sprühe einfach mal ein paar Kopien. Plupp. So. Das sind so die Saatwerte für diese, oder die Ecken oder nee, die Mittelpunkte für die Dreiecke, die da gleich generiert werden. Und über die Erweiterung, wo ist es hier? Rendern müsste es sein. Oder nee, aus Fahrt erzeugen. Na, einmal nach oben, Entschuldigung. Gibt es hier aus Fahrt erzeugen, Voronoi-Diagramm, dann wählt ihr euch aus die Delaunay-Dreiecksmethode und der Rest ist eigentlich egal. Und dann generiert es euch tatsächlich hier sowas Dreieckiges, mit vielen Dreiecken, besser gesagt. Ich nehme mal meine Punkte wieder raus. Jetzt habe ich hier was, das besteht, das ist eine Gruppe aus vielen Dreiecken, das könnt ihr jetzt im Moment noch nicht so gut sehen, weil die alle dieselbe Farbe haben. Das lässt sich aber ganz schnell ändern mit dem Optimierwerkzeug. Das Optimierwerkzeug hat hier hinten einen Modus, mit dem man die Farben der gewählten Objekte verändert. Wenn man das anklickt, kann man sich aussuchen, welchen Farbkanal man damit ändert. Und ihr fahrt damit einfach hier ein bisschen drüber. So, so, sieht jetzt ein bisschen aus wie so ein polierter Edelstein. Und jetzt nehmt ihr euer Objekt, in diesem Fall den Pinguin, tut den nach oben und verwendet das als Ausschneidepfad. Das wäre dann Objekt, Ausschneidepfad, Ausschneidemaske setzen. Und schon habt ihr sowas Ähnliches wie Low Poly. Also, sieht so aus, ist aber nicht. Kriegt ihr leicht hin. Jo, okay, dann haben wir jetzt eigentlich keine Zeit mehr, aber ich glaube, eine Minute haben wir noch für Fragen, falls ihr noch welche habt. Okay. Alles klar, im Netz war auch nichts, ne? Okay, gut, dann wünsche ich euch allen viel Spaß beim Zeichnen.